Servus, lieber Kenzi, damit herzlich willkommen zurück zur nächsten Runde. Wir sind hier immer noch im Untergrund vom Geheimgang, also im Geheimgang hinter der Statue der einäugigen Hexe, um bestimmte Wurzeln für unseren guten Freund Mr. Weasley zu kriegen. Dem Gerhard. Ich glaube Gerhard, ich hab den Namen schon wieder vergessen. Und wir machen jetzt hier weiter und gucken mal, was wir uns hier so entgegenstellen können. Okay, da sehe ich schon. Ein Käfig. Aufzug. So geht's wohl runter. Sieht aber kaputt aus. Ja, das sieht recht kaputt aus, sogar würde ich mal behaupten. Wie gehen wir da ein bisschen ran? Stimmt, wir haben ja Reparo. Lass mich mal gucken. Reparo. Jetzt setzen wir mal auf die 1. Den Desolierungszauber werden wir wohl momentan nicht brauchen. Reparo. Ich muss den Aufzug reparieren, um ihn benutzen zu können. Ja, ich bin ja gerade dabei. Alter, da war ja wirklich ein Arsch viel kaputt. Okay, da muss irgendeiner mal voll reingefetzt haben. Oh, da hinten ist eine Truhe, die sollten wir natürlich mitnehmen. Was geht, geht? 38 Gold. Nice. Und sonst nichts anderes mehr, das ist schade. Gut. Ich glaube, das sieht stark danach aus, als könnten wir mit... Okay, leider nicht. Ach, was soll's, egal. So, dann ab in die Tiefen des Geheimganges. Ich bin mal gespannt, was da so auf uns wartet. Jetzt haben wir auf jeden Fall mit Expelliarmus einen neuen Zauber damit, der uns extrem hilfreich sein könnte. Und, also den hier. Bin mal gespannt, wie der sich... Schloss überrascht mich immer wieder. Ja, das sagen die anderen auch immer. Krimskram, Schwabbelspeck, Tweak. Tweak! Okay. So. Ziemlich enger Raum. Bäm. Jo, fetz mal gegen die Wand rein. Hat sehr großen Effekt hier in dem Spiel. Wie wir schon alles gelernt haben. Wände sind unsterblich. Oh, was ist hier? Das können wir doch zerre. Flammen, also mit Incendio konnten wir das machen. Nein, 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 ich wollte kein Dings machen. Incendio. Genau. Waldgrüner Schal mit Schottenmuster, okay. Sehr interessant. Oh, das sieht nicht gesund aus. Lauter Frösche hier. Passiert aber auch nichts, wenn wir da reintreten. Okay, gut, das haben wir. Guck mal eben. Alter! Was zum... Geier ist das? Wie komme ich hier raus? Das ist eine sehr berechtigte und sehr gute Frage. Das sieht mir eher aus nach einem Rätsel von Merlin, ha? Könnte auch sein, dass ich mich gerade irre, aber zumindest sieht das so aus. Haben wir noch etwas von diesem Malvenkraut oder wie es heißt? Wenn wir das überhaupt so einfach einsetzen können. Unsichtbarkeitstrank, Donnergebräu, Fokustrank. Das sind alles Tränke. Die Tränke jucken mich aber gerade nicht. Wenn es mir gelingt, diese Plattform anzuheben, könnte es klappen. Anheben. Anheben? Legioso. Ah! Okay. Ja, und jetzt? Du bist ja auch geil, warte. Ah ja.
Ich hab vergessen, dass der klettern kann. Der ist doch zu irgendwas zu gebrauchen. Ich muss irgendwie daran vorbeikommen. Okay, das sieht schon mal sehr nice aus. Aber trotzdem will ich mal runtergehen und mal gucken, ob da was ist, weil irgendwie, habe ich das Gefühl, dass da was sein könnte und ich habe recht. Ausrüstungsplätze sind voll. Verkaufe überschüssige Ausrüstung bei Verkäufern. Jetzt ist nur die Frage, was hätten das sein sollen? Alter Schwede, ey. Wenn ich jetzt nur wüsste, welche Ausrüstung das ist. So, da haben wir eine Halsbekleidung erhalten, die uns aber leider in der Offensive etwas schwächt. Okay. Den schmeißen wir raus. Zack. Gut, kommt mir jetzt nicht und kommt mir jetzt bloß nicht mit dem Argument, Leute, von wegen, das kann man doch alles verkaufen. Das ist richtig, aber ja. So, outfitmäßig haben wir auch genug. Mäntel und Umhänger, da haben wir auch genug. Jetzt dürfte eigentlich schon an Ausrüstungsgegenständen nichts mehr hängen. Azurblauer Schal mit Nifflermotiv. Okay, das klingt immer sehr interessant. Das werden wir auch gleich mal ausrüsten, weil ich gesehen habe, dass das auch... ich hab's gerafft. Okay, wir brauchen also eine bestimmte... einen bestimmten Rang, ein bestimmtes Level, glaube ich, um das zu erreichen. Wir sind gerade bei Stufe 13. Fuck, ey. Okay. Das erklärt zumindest, warum ich schon zwei, drei Sachen nicht anziehen konnte. Okay, hier kann man eigentlich nur schwimmen. Ich kann mal wissen, ob man die Fische hier sammeln kann. Nee, anscheinend nicht. Okay, gut. Dann gehen wir wieder zurück. Dann habe ich nichts gesagt. Und wir werden unseren Weg weiter beschreiten. Es finde ich aber schon schön, dass die von den Zauberern, von den Zaubern her so universell einsetzbar sind. Ich meine, hätte er vorhin nicht gesagt, dass wir die Platte nicht anheben können, wäre ich zu dumm gewesen, den stundenlang darum gesucht, ne? Du sollst springen. Alter, was war das eben? Das war immer... Naja. Okay, das sieht aus wie Reparo. Und Livioso. Okay. Alter, schampen ran alle Super Mario hier. Ins Handy. Bäm! Fress das, Spinnweben! Okay. Ob jetzt noch was großartig passiert ist, ist die Frage. Dann schaffe ich es rüber. Ja, und was genau? Reparo. Ach so. Es ist schon in die falsche Richtung geschaut, okay. Irgendetwas steht der Plattform im Weg. Akio. Legion. Okay, das war jetzt einfach nur eindeutig. Das war jetzt eigentlich nur eindeutig gewesen. Also da... Da musste ich halt mal großartig meinen Hirn anstrengen gerade. Nice. Und das alles nur für irgend so einen Trank für den anderen Fuzzi da. Das ist... Naja. Kann man sehen? Ja, genau. Da kannst du einfach so drüber hüpfen oder was. Oh, da kannst du noch nicht mal entlang. Das ist blöd. Okay, Leute, ich glaube, ich habe mich dezent festgebackt. Oh, Gott sei Dank. Hey, das wäre es jetzt gewesen. Ey, einfach mal festgebackt. Das hat ich nämlich auch noch nicht. Beziehungsweise in dem Spiel noch nicht. Der Ausgang sein. Ich muss einen Weg finden, dieses Tor zu öffnen. Ach, ist so ganz easy. Legioso, nein, genau.
Ich meine, die Dinge stehen hier nicht umsonst da, ne? Riecht süß. Der Honigtopf muss in der Nähe sein. Jetzt bin ich jetzt mal am Gucken. Ah, okay. Megapower-Trank, Kohle und ein Gebärdeumhang. Lass mich raten, den können wir bestimmt auch nicht ausrüsten, weil wir noch Level 13 sind, oder? Hundertprozentig alle. Ja. Ja, ich habe es mir gedacht. Okay, perfekt. Da ist mal wieder die Freude groß. Bin ich ja total begeistert jetzt gerade. Ach, scheiß drauf, gehen wir ins Honigtöpfchen. Mein Gott, Alter, ey. Dafür schuldet der Spacken uns was. Das ist sicher wie das Arme in der Kirche. Eieieiei. Und das nur wegen so einem blöden Kraut, was man so nicht kaufen kann, ey. Wo wäre jetzt das Problem gewesen, mal hinzugehen, zu fragen, hosch mal, spielt kein Mal. Aber nein, die Tante Mathilda, die kackt hier natürlich wieder voll im Rad dann. Gut. Soll uns nicht weiter stören. Hauptsache, wir haben diese Nebenquest erledigt. So, perfekt. Trotzdem haben wir noch eine Nebenquest, von der ich nicht weiß, wie wir es machen sollen. Das ist das, was mich ärgert. Wie sollen wir auf den Grund des Sees tauchen? Ich meine, es ist jetzt nicht so, dass der einfach jetzt mal sagen würde, Akio, Alborium, wie das heißt. Da wär's da. Das wäre natürlich das einfachste von allen, ne? Aber gut. Ach, das kriege ich schon irgendwie hin. Ich mache mich schon nicht verrückt. Ich mache mich meistens beim Spielen immer mehr verrückt, wie ich eigentlich sollte. Ich sollte das mir mal abgewöhnen, das ist wirklich wahr. So, hin und wieder mal nervt es. Auf geht's nach Hause. Genauso wie dein Gebabbel. Ja, genauso wie mein Gebabbel, ich weiß es. So, jetzt sind wir im Honigtopf. Passage der einäugigen Echse. Hexe, die einäugige Echse. Der Honigtopf. Geil. Ich rieche Schokolade. Genau. Wo finde ich die getrockneten Billywick-Stacheln für Gareth? Ja, das ist auch eine gute Frage, die würde ich gerne mal wissen, aber die scheiß Ausrüstungsplätze, die gehen mir gerade ganz schön tierisch auf die Eier. Raus. Ich denke mal, das sollte es gewesen sein. Ich hoffe, dass es jetzt der Fall ist, ey. So, robuste Dulli-Handschuh. Ah. Aber lass mich mal 100% schraten. Und das ist das, wo ich jetzt wieder kotzen werde. Oh, Tatsache. Ja, aber... Ah, hier. Robuste Dulli-Handschuh. Offensive 21. Die können wir sogar nehmen. Sau nice. Das heißt, da schmeißen wir auch die anderen Dinge raus. Das sind die gewöhnlichen Lederhandschuhe. Die kicken wir mal. Und die... Genau, den kriegen wir auch mal raus. Da hätten wir da schon mal wieder ein bisschen vorgesorgt. Und jetzt hoffe ich mal, dass ich das scheiß Menü die nächste halbe Stunde jetzt nicht anmachen muss. So. Wo sind diese getrockneten Billy-Billy-Stacheln, diese komischen Dinge? Lauter Geschenke, okay. Ich spiele ihnen nicht die Kunst in Flaschen, okay. Da ist auch nichts Interessantes gerade. Oh, da sind sie ja. Oh, was ist das? Reparo. Levioso. Incendio. Accio. Ich habe den Sinn dieser Leiter jetzt nicht verstanden. Aber er war lustig. Okay. Und gut. Auf den Weg. Ich habe die Billywick-Stacheln. Jetzt zurück zu Gareth. Ich kann mir kaum vorstellen, wie sein neues Rezept wohl wird. Genau, du hast nichts Besseres zu tun, als da einfach rauszumarschieren, als wäre nichts gewesen, ne? Der ist auch geil. Okay. Aber wenn wir schon gerade in Hogsmeade sind, wo wir auch gerade sind. Reveli. Ah, eine Seite. Sehr nice. Weil ich glaube, in Homestopf haben wir noch gar nicht gewesen. Explodierende Bonbons. Diese Süßigkeiten explodieren beim Verzehr, auch wenn sie eher keine schwere Verletzung verursachen, sollte man sie dennoch vorsichtig kauen. Okay. So. Nice. Finde ich ja toll. Was haben wir hier Schönes? Hm.
Also, jetzt wisst ihr ja, wie es bei Süßigkeitenfabriken in der realen Welt aussieht, im Hintergrund. Geil. So, was haben wir denn hier noch Schönes? Nichts wahrscheinlich. Okay, der ist jetzt eben total abgeschmiert. Aber das ist, denke ich mal, dasselbe wie eben. Sollte uns das nicht weiter stören? Ja, noch eine Seite. Schön. Zischen und Wispes. Bei diesen köstlichen Süßigkeiten handelt es sich um kleine Brausekugeln, die einen nach dem Verzehr einige Zentimeter über den Boden schweben lassen. Gerüchten zufolge enthalten sie Billywig-Stacheln. Ah ja. So, was haben wir da? Oh, der schwebt sogar. Er sieht auch aus, als wäre er bekloppt, Alter. Geil. Ja, genau. Hau dir mal die Dinge rein. Was gibt's hier? Schloss auf Stufe 1. Ey, ich hasse das wie die Pest gerade. Aber gut. Ich denke mal, hier wird es nicht großartig viel zu finden geben mehr. Außer Tasse Zuckerwatte. Und Geld. Was mit dem einfach mal so klasse Kasse klauen. So, ab nach Hogsmeade. Jetzt sind wir hier da. Lass uns mal schauen, was wir hier noch so machen können. Ich glaube, es gibt noch ein paar Sachen, die wir hier eventuell auch Sidequests oder so. Oh, der spielt so ein schönes Horn. Das wollte ich eigentlich nicht, aber scheiß drauf. Okay. So würde ich Musik auch gerne mal machen, echt. Einfach da stehen, dirigieren, alles andere spielt für mich. Ah, Moment mal. Akio. Perfekt. So. Was ist hier los? Nichts Selbstbewegendes wahrscheinlich. Ist das ein gemütlicheren Ort als Hogsmeade? Ja, Hogwarts. Ey, schon wieder so ein Scheißschloss. Das gibt's nicht alle. Die Schlüsse, die regen mich ja gerade tierisch auf, gell? Apropos, wo wir schon gerade hier sind, wir könnten ja mal gucken, ob wir eine neue Rezepte oder Tränke kaufen können. Das wäre vielleicht auch mal eine Alternative gerade. Weil der Weg zurück nach Hogwarts laufen werden wir sowieso nicht komplett. Da wäre das doch hier eine schöne Möglichkeit eigentlich. Oh, Katze. Miauts, genau. Okay. Ob das irgendeinen Zweck hat, wenn man die ganzen rumstreuenden Muschis streichelt? Eigentlich eine gute Frage, ne? So. Was haben wir hier? Silberne Vier-Augen-Brille. Wow. Ah, sieht aus. Lumos. Wo haben wir Lumos? Lumos ist. Hier. Lumos. Okay. Das hätten wir damit auch schon mal. Und die Frage, wo das Teil ist, ne? Weil das kann ja wirklich jede beliebige Wiese sein im ganzen Spiel, ey. Ungelogen. So. Das sieht immer ganz gut aus, würde ich mal sagen. Was haben wir hier? Nichts. Lumos. Okay, ich habe mich total verlaufen gerade. Ich habe keinen Plan, wo ich gerade bin, ehrlich gesagt. Oh, wie lecker. Blutegelsaft. Mmh, wer kennt nicht den leckeren Blutegelsaft? Dass der sich ja bescheuert vorkommt, wenn er mit seinem Zauberstab da überall da so rumrennt. Protego. Lumos. So. Oh, da ist auch noch was.
Einer. Okay. Ich dachte, gab's für Harry Potter noch gar nicht. Schokofrösche. Die Schokofrösche wurden von einem Hogwarts-Schüler zurückgelassen, der Hogsmeade besuchte. Die verzauberten Süßigkeiten hüpfen wie echte Frösche herum und enthalten jeweils eine Sammelkarte mit einer berühmten Hexin oder einer berühmten Zauberer. Okay, damit hätten wir schon beide Handbuchseiten in Hogsmeade. Das ist nice. Ah, das ist wieder so mein Freund, die Schatztruhe. Diesmal kenne ich dein Geheimnis, Kollege. Du entkommst mir diesmal nicht. Ah, verdammt, ich drücke immer zu viel. Gelitten, Bruder. Mir schlägst du so schnell nicht mehr rein. Ich habe deine Täuschung durchschaut, Freund, und dich werde ich vernichten. Beziehungsweise, ich werde alles in dir rauben. Ich werde dann in rein, werde ich zerfräsen. Oh, noch ein Buch. Oh, da fliegt ein Buch. So, 6 von 15 Seiten. Nice. Oh, wunderbar. Die hat auch einen sehr schönen Tag anscheinend. gut. Das ist noch so eine Truhe. Du gehörst mir. Mann, wie geil das einfach ist, wenn man weiß, dass diese Truhen eigentlich selten dämlich sind. Okay. So, das ist die Spitzengasse. Was ist hier? Was? Schloss auf Stufe 3? Ey, Alter! Die flexen mich, wo es nur geht, gell? Aber bevor wir jetzt zu Gavin zurückkehren, ich glaube, jetzt wäre wirklich mal der Zeitpunkt von Hogsmeade aus zu gucken, wo bin ich überhaupt gerade? Der alte Narr. Okay. Zongo Scherzartikel laden, bin mit Sportbedarf, Wälze, Ebekopf, Chipins, Zaubertränke, da gehen wir jetzt mal hin. Ich will nämlich wissen, was der uns noch verkaufen kann. Wenn da was Interessantes dabei ist, nehmen wir es gleich. Boah, Alter, der Tee, der schmeckt gut, ey, den ich schon gemacht habe. So ein Ingwer-Tee, nicht schlecht. Ich will gleich mal nachschenken. Weil so ein trockener Hals ist beim Let's Play nicht gerade sehr förderlich. So. Okay, das war ein bisschen heiß. Scheiße. Ui. Oh, ich wollte eigentlich nur einchecken und schütt mir den halben scheiß heißen Tee über die Fratze. Oh, über das Bein. Oh, Alter. Fuck, tut das weh. Okay. Oh, fuck, ey. Ja, leck mich doch am Arsch. Boah, jetzt brennt er noch die Hand. Shit. Boah, alte Scheiße. Sowas kann doch nur mir passieren, bitte. Oh, das ist wieder mal typisch Arcadia. Boah. Bam, brennt das. Oh, das Glück geht's jetzt wieder, ey. Aber das ist genauso, als wenn ich mal einfach... Dann könnte ich mal genauso gut ein Stück Kohle einfach in die Fratze halten. Okay. Hui. Leute, ich bin gleich wieder da. Gib mir nur mal eine Sekunde. Boah, Alter.